dann ist wirklich vom ganzen Herzen empfehle ich dir, don't waste your time, würden die Engländer sagen, die Amerikaner, ja. Verschwende nicht deine wertvolle Lebenszeit, sondern mach was anderes. Konzentrier dich auf was anderes. Konzentrier dich auf dein Kerngeschäft, auf dein Tagesgeschäft oder wähle einen anderen Beruf. Ja? Denn wenn du einen anderen Beruf hast, wo du vielleicht mehr Leidenschaft hast, dann wirst du da auch mehr Erfolg haben. Ja? Und ich kann dir eins verraten, wenn du Beruf Vertrieb ausübst ohne Leidenschaft und irgendeinen anderen Beruf ohne Leidenschaft, der Beruf Vertrieb ohne Leidenschaft ist die Hölle, weil es nämlich sehr, sehr schwierig ist, ja, sehr gut und erfolgreich zu sein im Vertrieb, wenn du keine Leidenschaft hast. Denn dann wirst du nämlich aufgeben. Und wer im Vertrieb aufgibt oder leicht aufgibt, ja, und nicht kein Durchhaltevermögen hat, ohne Leidenschaft kein Durchhaltevermögen, ja, es wird immer Ups und Downs geben, dann wirst du da auch keinen Erfolg haben. Es gibt andere Berufe, wo du vielleicht nicht so viel Durchhaltevermögen benötigst und nicht so viel Leidenschaft und trotzdem erfolgreich sein kannst. Wie stehst du gegenüber dem Beruf Verkäufer? Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein, Spezialist für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Heiße euch herzlich willkommen da draußen. Ich wollte euch heute mal folgende Frage stellen. Wie stehst du gegenüber dem Beruf Verkäufer? Denkst du dir, naja, ich brauche gerade Geld, im Verkauf, im Vertrieb kann man relativ gutes Geld verdienen, dann mache ich das eben gerade mal, oder denkst du dir, naja, ich wusste damals nie wirklich, was ich werden wollte. Na, in der Schule kriegt man auch nicht so wirklich meistens die besten Ideen mit. Ja? Dann bin ich halt mal Verkäufer geworden. Oder denkst du dir, naja, im Studium, das hat mich eigentlich immer recht gelangweilt. Ja? Ich wusste nicht, auf welches Fach ich mich so richtig spezialisieren soll. Naja, mache ich halt mal Marketing und Verkauf. Ja? Oder ich kann eigentlich sonst nichts. Ne? Und bin deswegen Verkäufer und Vertriebler geworden. Ja? Weil ich einfach von allem und nichts irgendwie eine Ahnung habe. Oder bist du mit Leib und Seele Verkäufer? Oder bist du wirklich mit Leidenschaft dabei? Denn die innere Einstellung wird letztendlich ja, deine eigene Überzeugung davon, ja, wie du dich siehst als wirklich leidenschaftlichen Verkäufer, der von seinen eigenen Dienstleistungen und Produkten die da verkaufen möchte, auch selbst überzeugt ist und voll zu 100% dahinter steht, ja, oder ja, eben nicht. Und das wird letztendlich dein Erfolg oder Misserfolg in diesem Beruf ausmachen. Und wenn du dann nicht zu 100% dahinter stehst, ja, dann ist wirklich vom ganzen Herzen empfehle ich dir, don't waste your time, würden die Engländer sagen, die Amerikaner, ja, verschwende nicht deine wertvolle Lebenszeit, sondern mach was anderes. Konzentrier dich auf was anderes. Konzentrier dich auf dein Kerngeschäft, auf dein Tagesgeschäft oder wähle einen anderen Beruf. Ja? Denn wenn du einen anderen Beruf hast, wo du vielleicht mehr Leidenschaft hast, dann wirst du da auch mehr Erfolg haben. Ja? Und ich kann dir eins verraten, wenn du Beruf Vertrieb ausübst ohne Leidenschaft und irgendeinen anderen Beruf ohne Leidenschaft, der Beruf Vertrieb ohne Leidenschaft ist die Hölle, weil es nämlich sehr, sehr schwierig ist, ja, sehr gut und erfolgreich zu sein im Vertrieb, wenn du keine Leidenschaft hast. Denn dann wirst du nämlich aufgeben. Und wer im Vertrieb aufgibt oder leicht aufgibt, ja, und nicht kein Durchhaltevermögen hat, ohne Leidenschaft kein Durchhaltevermögen, ja, es wird immer Ups und Downs geben, dann wirst du da auch keinen Erfolg haben. Es gibt andere Berufe, wo du vielleicht nicht so viel Durchhaltevermögen benötigst und nicht so viel Leidenschaft und trotzdem erfolgreich sein kannst. Im Vertrieb ist das ein absolutes, unmögliches No-Go. Es wird nie funktionieren ohne Leidenschaft. Wirst du im Vertrieb keinen Erfolg haben, weil es einfach knallharter Job ist. Ja? Wo du sehr, sehr viel, wo die Ablehnung, das Status Quo ist, ja, also das heißt, Ablehnung ist das Normale, ja,
Und damit kommen die wenigsten Leute zurecht. Da verlieren sie an Motivation und an Durchhaltevermögen. Ja? Und wenn du dich in so einer Situation befindest, dann schau dich eben lieber für einen anderen Job um. Oder wenn du ein Geschäftsführer bist, ein Unternehmer bist, ein Unternehmen hast und selber den Vertrieb, ja, eine Leidenschaft für den Vertrieb hast, dann schau dich eben nach einem geeigneten Vertriebler um oder vielleicht auch nach einem externen Dienstleister, der sich darauf voll spezialisiert hat, der den ganzen Tag von früh bis spät seit Jahren nichts anderes macht, wie zum Beispiel wir bei Klein Marketing. Und der das aus sozusagen Dinge, wie soll ich sagen, ganz automatisch macht, ja, ohne darüber nachzudenken, ja, die dir selber vielleicht noch ja, viel zu schwer fallen und Tipps und Tricks, wo du irgendwie gar keine Ahnung von hast. Ja. Also, das ist also das, was ich heute in diesem Video dir empfehlen möchte. Ja. Schau einfach, okay, wenn du eine Lücke hast im Vertrieb in deinem Unternehmen, wie fülle ich diese Lücke? Ja, mit internen Ressourcen, was teilweise sehr lange dauert, sehr aufwendig ist, weil ich erst die richtigen Leute einstellen muss, ein Auswahlverfahren, das dauert alles sehr, sehr lange, bis ich die richtigen Leute gefunden habe. Dann muss ich teilweise diverse Personaldienstleister nochmal mit 20, 30% Provision dann nochmal abfinden, ja, dass ich dann sozusagen diese Leute übernehmen kann und so weiter und so fort. Oder gehe ich direkt auf einen externen Dienstleister, der sich auf eine Nische, auf die Neukundengenerierung, auf den Vertrieb in einer bestimmten Nische spezialisiert hat, ja, der die Vertriebsprozesse aus dem FF kann, ja, und seinen Markt durch und durch kennt, ja, das ist häufig die schnellste und effektivste Methode, Neukunden zu generieren und Wachstum herbeizuführen. Ja, das war's heute. Mein Name ist Thomas Klein für dieses kleine Video. Ich bin Spezialist für Neukundengewinnung in der IT-Branche. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder mit dabei schaut. Bis zum nächsten Mal und einfach ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.